Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und ihr kleiner Bruder Max. Souvenir für Ruby. Auf dem Häschenhausener rund um die Weltfest hat man wirklich das Gefühl, einmal um die Welt zu reisen. Und das an einem Tag. Ja, du sagst es, Ruby. Ich würde mich gerne immer an diesen Tag erinnern. Ich auch. Deswegen habe ich mir diese polynesische Puppe gekauft. Sie ist mein Souvenir von diesem Fest. Oh, die Puppe ist wunderschön. Wir sollten uns auch ein Souvenir besorgen, findest du nicht, Max? Weißt du, ein Souvenir ist etwas, das dich immer daran erinnert, dass du mal an einem bestimmten Ort gewesen bist. Siehst du? Jedes Mal, wenn sich Luise diese hübsche Puppe ansieht, erinnert sie sich an den Tag auf diesem Fest heute. So, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wo ich ein hübsches Souvenir finde. Du musst dich beeilen und dir schnell eins suchen. Das Fest ist gleich vorbei und es sind nicht mehr so viele Souvenirs übrig. Du hast recht, Max. Wir sehen mal nach, ob wir an dem mexikanischen Stand ein Souvenir finden. Tschüss, Luise. Viel Glück, Ruby. Sieh mal, diese lustige Puppe mit ihrem mexikanischen Kostüm. Die könnten wir doch nehmen, nicht wahr, Max? Sitzt das Tuch so, dass du nichts mehr siehst, Roger? Aha. Roger versucht jetzt, die Piñata da oben zu treffen. Mit diesem Stock, nicht wahr, Roger? Aha. Die Piñata ist eine mexikanische Tradition an Geburtstagen und anderen Festen. Sie ist voller kleiner Überraschungen. Wenn er die Piñata trifft und sie aufbricht, solange die Musik läuft, bekommt er all die Süßigkeiten und die anderen Geschenke, die herausfallen. Nicht wahr, Roger? Aha. Piñata! 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 Kann's losgehen? Aha. Na los, Roger! Ist schwerer, als es aussieht. Du schaffst das schon! Oh. Du warst trotzdem nicht schlecht. Nicht viel gefehlt und du hättest die Piñata getroffen. Aha. Piñata! Ja, du kannst es auch mal probieren. Aber vorher kaufen wir uns ein schönes Souvenir. Viel Spaß mit der Puppe. Oh nein. Haben Sie noch eine andere mexikanische Puppe, Rosalinda? Nein, leider nicht, Ruby. Das war die letzte. Oh. Na ja, ich finde bestimmt ein anderes schönes Souvenir. Komm mit, Max. An Katies japanischen Stand gibt es ganz viele Souvenirs. Sieh doch mal. Oh. Wie findest du sie? Du hast recht. Sie ist nicht ganz so hübsch wie die mexikanische Puppe. Aber ihr Kleid ist sehr schön. Das nennt man einen Kimono, Ruby. Und der Gürtel, den man da herumbindet, heißt Obi. Ich glaube, sie wird meine anderen Puppen mögen. Du nicht auch, Max? Piñata! Oh, tut mir leid, Katie. Ich muss los. Ich dachte, Ruby wollte die Puppe haben. Hab mich wohl getäuscht. Das Kleid nennt man Kimono. Oh, Junge, schon wieder nicht. Piñata! Du kannst es versuchen, sobald wir unser Souvenir gekauft haben. Wir müssen schnell machen, sonst kauft sie noch jemand anders. Sie ist fast so hübsch wie die mexikanische Puppe, die wir wollten. Ich freue mich genauso sehr darauf, sie... Katie,
Wo ist denn die Puppe mit dem Kimono? Oh, Ruby, das tut mir sehr leid. Die habe ich gerade verkauft. Hätte ich gewusst, dass du sie haben willst, hätte ich sie zurückgelegt. Ach, ist nicht so schlimm. Vielleicht hast du ja eine Puppe, die genauso hübsch ist. Ich habe leider keine einzige Puppe mehr. Aber an Candys Stand habe ich vorhin ein paar sehr schöne gesehen. Danke, Katie. Pinata! Oh, die haben ja schöne Kleider an. Das nennt man einen Sari. Er besteht aus einem einzigen Stück Tuch. Seht ihr? Man wickelt es sich um die Hüfte und legt das Ende über die Schulter. Die haben alle so wunderschöne Farben, Candy. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Ich würde sagen, die rote. Und was meinst du, Max? Pinata! Oh nein! Pinata! Keine Sorge. Hab etwas Geduld, dann kannst du mal dein Glück versuchen. Candy hat noch drei Puppen zum Aussuchen. Sie hatte noch drei Puppen zum Aussuchen. Pinata? Weißt du was, Max? Der Tag heute war so schön. Ich glaube, wir werden uns auch ohne Souvenir immer daran erinnern. Dann wollen wir mal sehen, ob du es schaffst, die Pinata aufzuschlagen. Tja, du hast deine Chance gehabt, Roger. Ich denke, jetzt sollte es mal jemand anders probieren, oder? Aha. Hallo, Ruby. Hast du ein Souvenir gefunden? Nein. Na ja, dann müssen wir uns eben ohne Souvenir daran erinnern, wie viel Spaß wir auf diesem Fest hatten. Bist du bereit, Max? Weiter, Max! Du kannst es schaffen! Los, Max! Ja! Tolle Schläge! Ja, getroffen, Max! Cool! Oh, ja, klasse! Hast du ja doch noch dein Souvenir bekommen, Ruby. Oh, danke, Max. Genau so eine Puppe habe ich mir gewünscht. Und ich hätte sie schon viel früher haben können. Max wollte sie ja gleich schlagen, die Pinata. Max, der Popcorn-Dieb. Popcorn! Ah, Max. Noch nicht, das ist für unseren Kinoabend. Sei unbesorgt. Es dauert ja nicht mehr lange, bis der Kinoabend anfängt. Wir haben uns noch nie einen Film unter freiem Himmel angesehen. Das wird bestimmt ein unvergesslicher Abend. Oh ja, das wird er ganz sicher. Popcorn! Noch nicht. Popcorn gibt es erst, wenn der Film anfängt. Popcorn. Was kann ich denn sonst noch vorbereiten? Du kannst die Zutaten für meine Speziallimonade holen. Du weißt doch noch, was da reinkommt. Klar doch. Zitronen, Zucker, Wasser, Eis. Und als ganz besondere Zutat? Minze. Popcorn. Also, Zitronen und Minze. Da sind sie ja. Das Popcorn ist für den Kinoabend. Wir müssen warten, bis die Gäste alle da sind und der Film anfängt. Los, komm noch mit raus in den Garten und hilf Omi und mir, alles vorzubereiten. Ich hab dir die Zutaten für die Limonade hingestellt, Omi. Popcorn. Danke, Ruby. Und ich habe inzwischen schon mal den Projektor aufgebaut. Er ist startbereit. Hier, ich zeig dir, wie es funktioniert.
Siehst du den kleinen Schalter da an der Seite? Aha. Wenn du ihn so herumdrehst, dann geht das Licht an. Siehst du? Max, was machst du denn da? Popcorn! Der Kinoabend hat noch nicht angefangen. Wir müssen noch warten, bis Luise da ist. Ich gehe dann mal in die Küche und bereite meine erfrischende Speziallimonade für den Kinoabend zu. Ja, gut. Und ich hänge das weiße Laken als Leinwand auf. Und du lässt deine Pfötchen von dem Popcorn, bis wir uns alle zusammen den Film ansehen. Verstanden? Das Laken eignet sich sehr gut als Leinwand, um den Film anzusehen. Findest du nicht, Max? Max? kleine Brüder. Popcorn? Du kannst jetzt noch kein Popcorn essen. Luise ist noch nicht da und außerdem gibt es noch viel zu tun. Spiel du doch schön in deinem Sandkasten und ich bereite weiter alles vor. Danke, Max. Popcorn. So, jetzt haben wir eine perfekte Leinwand. Sie wäre perfekt, wenn sie nicht so schief hängen würde. So, das ist besser. Popcorn. Vorhin gerade hingehängt. Na ja. Max, das Popcorn gibt es erst später. Popcorn? Ich schlage vor, du spielst da drüben weiter, bis wir uns gemeinsam den Film ansehen. Und ich hänge das Laken wieder auf, sonst haben wir ja keine Leinwand. Popcorn. Wunderbar. Es ist alles vorbereitet. Sobald Luise da ist, kann der Kinoabend beginnen. Oh, so geht das aber nicht, Schlackerschnecke. Wir müssen dich wieder gerade hinsetzen, sonst siehst du den Film von der Seite. Hat der Film noch nicht angefangen? Wir hatten ein paar technische Probleme. Deswegen können wir uns den Film leider nicht ansehen. Dabei sollte es doch ein unvergesslicher Abend werden. Und das wird es auch. Hä? Da, guck doch mal. Ein Schattenspiel aufzuführen ist noch viel lustiger, als einen Film anzusehen. Genau, ein Schattenspiel. Das ist eine tolle Idee. Und dann schlich sich der kleine Bruder Max hinter dem Rücken seiner großen Schwester mit Pfeil und Bogen heran. Oh, das ist lustig.
Ruby sah den Pfeil nicht kommen. Und er machte den Film kaputt. Also führten Ruby und ihr kleiner Bruder Max für ihre Oma ein Schattenspiel auf, statt sich einen Film anzusehen. Ende. Bravo! Hat es dir wirklich gefallen, Omi? Oh ja, und wie? Und um das Ganze perfekt zu machen, fehlt jetzt nur noch eine große Schale voll... Popcorn! Max und die Keksmedizin. Keine Sorge, Schlackerschnecke. Dr. Ruby hilft dir, dann kannst du wieder schön aufrecht sitzen. Siehst du? So ist es gut. Und Sally Badenixe, du sagst, du kannst nicht mehr so gut hören? Und ich weiß auch warum. Du hast nach dem Schwimmen vergessen, deine Ohrstöpsel herauszunehmen. Ist es jetzt besser? Brumm, brumm, brumm. Puppen als Patienten zu haben, ist ja ganz schön. Aber ich weiß, was noch viel besser ist. Ein richtiger Häschenpatient. Ja, jemand wie... Max? Er muss reingegangen sein. Puh. Hallo, Omi. Hallo, Ruby. Oder sollte ich besser Dr. Ruby sagen? Ja, genau. Also, wie fühlst du dich denn heute, Omi? Oh, fit wie ein Turnschuh. Das ist ja schade. Aber ich spüre da so ein kleines Kratzen im Hals. Wirklich? Großartig. Ich meine, das könnte etwas Schlimmes sein. Gut, dass du zu Dr. Ruby gekommen bist. Bitte folge mir. Bei Husten und Schnupfen hilft nicht nur Nase putzen. Also, ich muss dich jetzt gründlich untersuchen. Was immer du sagst, Dr. Ruby. Sag A. A. Der Puls? Normal. Der Herzschlag? Wie ein Uhrwerk. Oh, das höre ich aber gern. Dr. Ruby sagt, du brauchst jetzt als Medizin eine große Portion Milch und Kekse, damit du dich schnell wieder besser fühlst. Kekse! Kekse? Tut mir leid, Max. Kekse gibt es nur für Patienten, damit sie sich ganz schnell wieder besser fühlen. Keine Masern, keine Windpocken, keine Kekse. So, bitte sehr, Omi. Milch und Kekse. So, wie es der Arzt beschrieben hat. Oh, ich habe mir gar nicht deine Symptome notiert. Wie soll ich jetzt wissen, wann es dir besser geht? Wo habe ich mein Klemmbrett und meinen Filzstift hingelegt? Da ist mein Klemmbrett. Aber wo ist der rote Filzstift? Kekse? Oh, toll! Du hast meinen Filzstift gefunden. Ach, herrje. Du hast deine Finger mit roter Farbe beschmiert. Sogar dein Gesicht ist voller roter Punkte. Sag mal, wie hast du das denn angestellt? Sieht fast aus, als hättest du Masern. Aber zum Glück hat Dr. Ruby ja immer ein Tuch dabei. Und der Filzstift ist zum Glück abwaschbar. Hier, du machst dich jetzt schön wieder sauber und ich sehe mal nach meiner Patientin. Kekse! Kekse gibt es nur für Patienten, damit sie sich schnell wieder besser fühlen. Also, wie
Wie geht es dir? Ist das Kratzen im Hals schon besser? Schon viel besser. Danke, Dr. Ruby. Sehr schön. Aber ich denke, du solltest dich ruhig noch ein wenig ausruhen, damit du keinen Rückfall erleidest. Was immer du sagst, Dr. Ruby. Oh, oh. Ich glaube, ich werde bei einem Notfall gebraucht. Ich muss los. Güte! Krankenwagenfahrer Max! Du darfst dich bei einem Einsatz doch nicht einfach ausruhen. Der rote Knuddelelefant hat sich den Rüssel gestoßen und die haarige Tarantel hat sich die Beine gebrochen. Und zwar alle acht. Du musst diese Patienten schnell ins Krankenhaus bringen. Sofort! Kann ich dir irgendwie helfen? Nicht nötig. Dr. Ruby hat alles im Griff. Und wie es aussieht, hast du auch einen sehr tüchtigen Assistenten. Glücklicherweise gibt es keine schweren Verletzungen. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Milch und Kekse. Ich gehe rein und hole es dir für deine anderen Patienten, Dr. Ruby. Oh, danke, Omi. Gern doch. Kekse? Max. Kekse gibt es nur für Patienten, damit sie sich schnell wieder erholen. Zu bandagieren. Im Moment brauche ich die ganze Bandage für meine Patienten. Acht Beine sind eine Menge. Dr. Ruby, ich glaube, du solltest dir mal Maxchens Ellbogen ansehen. Oh, Max, du hast ja den Ellbogen aufgeschürft. Dafür brauche ich mein ganz besonderes Spezialpflaster. Hier! Gut gemacht, Dr. Ruby. Ausgezeichnet. Mein erster richtiger Patient. Wie fühlst du dich? Schon viel besser.